Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ein Video der etwas anderen Art. Ich habe die letzten Wochen und Monate immer mal wieder Fragen bekommen zum Thema, mit was für Videosoftware soll ich eigentlich arbeiten, wie soll ich anfangen mit Vlogs. Ich habe sogar eine kleine WhatsApp-Gruppe gegründet mit YouTube-Creatern, die irgendwie Bock haben, durchzustarten und Gas zu geben und Videos zu produzieren. Und mir kam da so die Idee, ich mache einfach mal ein Video, wie man mit sehr, sehr wenig Ahnung, sehr, sehr wenig Aufwand und sogar ohne jetzt super viel Geld für krasse Software auszugeben, Videos produzieren kann. Und genau darum geht es in diesem Video. Und zwar machen wir das mit einer Software, die nennt sich Filmora. Viele von euch kennen die wahrscheinlich sogar. Ist eine Software, die super viel kann, AI-Features bietet, einfach zu bedienen ist. Und damit erstellen wir einfach mal zusammen heute ein Video und ich zeige euch so ein paar Kniffe und ein paar Tricks, was man damit so anstellen kann. Und vielleicht gibt es da sogar noch so eine kleine Videoreihe draus, dass wir da einige Videos zu aufnehmen und ihr einfach so ein paar Sachen davon übernehmen könnt. Aber starten wir mal direkt rein, ab zum Schreibtisch. Alles klar, Leute, mit der Software Filmora, wie auch mit vielen anderen, muss man erstmal ein Projekt erstellen. Und wir machen das jetzt von vornherein komplett zusammen. Und es geht um so einen kleinen Travel-Vlog-mäßig, MTB-Trip, ne? So in die Richtung. Und wir wollen das möglichst cinematisch aussehen lassen und das mit möglichst wenig Aufwand. Als allererstes drückt man hier einfach auf Neues Projekt und dann öffnet sich hier die Benutzeroberfläche. Hier oben sieht man sehr, sehr schön sortiert Medien, Stockmedien, Audio, Text und so weiter, alles was man braucht. Hier unten ist die Timeline, hier der Bildschirm, wo später das Video ist. Allgemein kann man die Sachen anpassen und sich so hin und her schieben, wie man das selber gerne haben möchte. Jetzt, wenn man hier importieren hat und man möchte gerne dort ein paar Videos hinpacken, ich nehme jetzt hier einfach welche von unserem Trip mit dem Van, gucken wir mal ganz kurz durch, hier am Ende so schönen Sonnenuntergang-Dinger, nimmt man sich einfach die Clips, markiert die, kann die hier reinziehen. Man kann allerdings auch ganz einfach auf Importieren drücken. Dann fragt der eine immer, soll er Proxys erstellen? Proxys sind praktisch, wenn ihr sagt, hey, mein Computer hat nicht so viel Leistung und ich möchte trotzdem die Videos bearbeiten, dann kann man Proxys erstellen. Das heißt, dann ist nicht der Clip im Original praktisch in dem Videoprogramm drin, sondern wird halt woanders hergezogen. Später werden wieder fürs Exportieren wird dann die Originaldatei wieder benutzt. Das ist eine coole Sache, um einfach ein bisschen Leistung vom Computer zu sparen. So, jetzt brauchen wir noch ein paar andere Clips. Nehmen wir mal welche hier von der Main-Kamera. Da haben wir auch hier schöne Sachen vom Sonnenuntergang. Suchen wir uns einfach mal so ein paar Clips raus, ganz random, und importieren die auch. Was wir natürlich brauchen zum Anfang eines jeden Videos, und besonders wenn wir jetzt so ein Travel-Video machen wollen oder so, ist, dass wir ein cooles Intro haben wollen. Und zu einem Intro, was so dynamisch ist, da ist ja immer sehr, 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 sehr schwer, dass man da irgendwie ja, mit Templates arbeitet von externen Anbietern. Oft sind die auch super teuer und oft sind sie auch gar nicht so einfach zu bedienen. Wenn man zum Beispiel jetzt in Adobe After Effects oder anderen Programmen arbeitet. Hier hat man allerdings ganz, ganz viele Sachen als Vorlage, die man einfach nutzen kann. Dann geht man dafür einfach auf Vorlage und dann hat man hier schon jede Menge Sachen. Jetzt gebe ich einfach hier bei der Suche oben mal Travel ein. Und dann habe ich ganz viele Vorlagen zum Thema Travel. Die kann ich mir dann angucken. Was haben wir hier? Die werden dann immer runtergeladen.
Ist halt so ein Vintage-Ding. Kann einem gut gefallen. Das finde ich schon ganz cool, eigentlich so sehr simpel. Dann nimmt man sich das, zieht das hier in die Timeline. So, jetzt hat man natürlich hier ganz viel Stock-Footage drin. Wenn ich möchte, kann ich das Stock-Footage benutzen. Es gibt sogar einen extra Bereich für Stock-Footage. Da kann man sich hier jede Menge Sachen raussuchen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier eingebe, Wald, dann kriege ich hier Stock-Footage aus dem Wald. Das könnt ihr dann auch natürlich runterladen, benutzen in euren Videos, wenn euch Videomaterial fehlt. Jetzt wollen wir aber natürlich unser Material benutzen. Und dazu klickt man hier einfach mit Doppelklick drauf und dann sieht man hier unten die Segmente, wo die Clips später drin sein sollen. So, und dann ist es super easy, weil es ist wirklich einfach Drag and Drop. So. Dann gehst du hier rein und dann hast du praktisch schon das Video drin. Dann siehst du, nach den 3,36 Sekunden kommt der nächste Clip. Dann sagen wir mal, möchte ich jetzt hier so einen Clip haben. Und im nächsten möchte ich den haben. Und dann möchte ich hier so ein bisschen Nature haben. Dann wollen wir die Michi hier drin haben. Dann das. Dann die Michi hier oben, wie sie hochgeht. Und dann wollen wir hier diesen Shot haben und ganz zum Schluss, wie der Shot wieder rausgeht. So, dann kann ich sagen, hier Vorlage erweitern und so weiter und so fort. Aber wir drücken jetzt erstmal auf Speichern und gucken mal, was passiert. So, dann passt er das Ganze hier schon an. Den Song passen wir auch noch an später. So, und jetzt ist das schon grob sozusagen, kann man das jetzt schon benutzen. Jetzt hat aber das Ganze natürlich Text, ne? Wie wir gesehen haben, Leute. Und wenn wir jetzt hier auf das erste Bild klicken und dann hier drauf, haben wir hier den Text. Und dann können wir hier unseren Text eingeben, den wir wollen, ne? Wir können jetzt hier zum Beispiel den hier auch, können wir ganz rausnehmen und wir sagen hier zum Beispiel jetzt Van Life Mountainbike Trip. Und wenn wir dann sagen, okay, wir gehen hier in den nächsten rein, dann haben wir hier den nächsten. A person happiness on the way. Finde ich schon fast passend. Aber wir nehmen mal hier sowas wie Freiheit und Bike Trip. So. So, und jetzt kann man hier komplett runterwackeln. Und dann kann man hier jetzt wieder das eingeben. Sagen wir mal hier Dometic oder Fiat Ducato Van. So, das finde ich ganz nice, dieses Element. Können wir Van oder nur Van. Van. Bike. Jetzt ist das natürlich hier ein bisschen verrutscht. So, Van, Bike. Van, MTB, so, ist ja jetzt egal, ne? Ihr wisst ja, was ich meine. Und dann kann man hier, könnte man jetzt auch noch irgendwas Schönes reinschreiben. It's the life state you like. I'm young and bla bla bla. Chasing sunsets. Passt. Und dann drücken wir Speichern wieder. Und dann sollte er das jetzt hier alles angepasst haben, gerendert haben. Und hier ist jetzt ein Tippfehler drin. Dann gehen wir einfach wieder hier rein. So, Fiat Ducato. So. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Und zwar, hier ist jetzt ja das ganze Videomaterial
ist ja hauptsächlich jetzt in einem Flat-Format gefilmt, so, ne? Man geht hier ganz einfach auf Filter dann dafür und sucht sich jetzt hier sowas aus. Zum Beispiel gibt es natürlich grundlegende Sachen, empfohlene Sachen, Urban Shine. Ist jetzt die Frage, ob sowas passt, aber wir können mal Sunset eingeben. Und dann kommt Sunset Park. Das ist jetzt natürlich Glückssache, ob das passt oder nicht. Passt jetzt leider nicht so gut. Aber Bleichpass, man kann das dann halt immer anschauen. Urban Shine, modernes Fade. Das sieht ganz nice aus. So, man hat allerdings auch die ganzen anderen Sachen zum Color Grading, ne? Wenn man jetzt hier mehr machen möchte. Man kann auch sogar hier ein Histogramm und alles anzeigen lassen, Vectorscopes, Wellenformen für Höhen, Tiefen und so weiter. Also alles, was so man für Video-Editing eigentlich braucht, das ist alles da und auch fürs Color Grading. So, was uns jetzt aber noch fehlt, ist, mir taugt der Song jetzt zum Beispiel nicht. Und da kommt das erste geile KI-Feature ins Spiel, denn wir können auf Audio gehen, KI-Musik, und dann können wir uns einen Song erstellen lassen. Und das ist super praktisch, weil ich dann nicht irgendwelche Musikrechte kaufen muss, sondern ich kann die einfach hier von einer KI erstellen lassen. Ich habe jetzt hier schon ein paar erstellt. Das ist zum Beispiel stimmungsvolle Reiseatmosphäre. Finde ich mega, den fand ich richtig, richtig gut. Aber wir probieren jetzt nochmal etwas Neues. So. Und zwar nehmen wir jetzt einfach mal erstmal Stimmung. Ja, mal Stimmung verträumt. Thema Reisen. Motivierend, inspirierend finde ich auch nicht schlecht, aber nehmen wir mal Reisen und Genre atmosphärisch. So, dann sagen wir hier generieren und dann macht die KI uns einen Song und zwar als Soundtrack. Wir können dann nur noch Einstellungen dran vornehmen und so weiter, aber wie ihr eben gesehen habt, die erste Version, die ich jetzt hatte, war halt wirklich schon gut. So, jetzt haben wir hier verträumte Reise atmosphärisch. Finde ich einfach schon schön. Bisschen anders. Nehmen wir mal den ersten. Dann nehmt ihr den, zieht den hier drunter, wird das runtergeladen und dann habt ihr den Song hier. Den anderen machen wir dann natürlich leise. So, das Stück zum Beispiel hier gefällt mir jetzt nicht. Dann nehme ich den raus. Also mit Command B könnt ihr den Cut setzen. So, dann könnten wir das jetzt zum Beispiel hier rausnehmen und ausfaden. Und dann haben wir schon uns ein Intro gebastelt für einen Mountainbike-Trip. So, wir gehen weiter. Dann brauchen wir natürlich für einen hier mal so ein paar Funlines in Sölden. So, machen wir mal hier auf gut Glück einfach so ein paar Dinger rein. Zack. So, und jetzt nehmen wir mal an, wir wollen jetzt einfach direkt danach wollen wir Fahrszenen haben. Dann ziehen wir die hier rein. Was cool ist, er fragt halt immer, ob er jetzt hier das anpassen soll. Wir lassen das jetzt auf Full HD. So, ab nach Hause. So, und jetzt habe ich zum Beispiel kein Mikrofon zu Hause oder whatever, ja. Dann kann ich erstmal so die ganzen Tools hier nutzen, wie zum Beispiel, ihr hört jetzt die Windgeräusche. So, ab nach Hause. Kann ich mit KI Wind entfernen lassen.
So, ab nach Hause. Und das ist schon viel weniger schlimm schon mal. Aber nehmen wir mal an, wir wollen jetzt einfach ein Overvoice haben. Und da, wenn ihr jetzt nicht so ein Mikro zu Hause habt, wie ich jetzt hier habe, dann könnt ihr ganz einfach eine KI-Stimme machen. Und das ist einfach auch irgendwie total crazy. Und zwar Text zu Sprache starten. So, dann öffnet sich hier wieder ein Fenster. Und wir wollen natürlich die Sprache Deutsch und wählen dann eine Stimme aus. So, ich habe jetzt schon eine Stimme hier aufgenommen und zwar: Das Leben ist wie eine Schachtel Schokolade. Man weiß nie, wie das nächste Stück schmeckt. Meine eigene Stimme. Übelst crazy, fand ich. Wondershare, Kreativität vereinfacht. So. Dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Stimmen hier. Aber man kann seine eigene Stimme klonen lassen. Und dann kann ich... Das ist wie eine Schachtel Schokolade. Man einfach das, also das ist irgendwie total crazy. Und dann kann ich sagen, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute sind wir in Sölden auf den Mountainbike Trails unterwegs. Und dann kann ich sagen, generieren. Dann dauert das ein kleines bisschen und dann erstellt er uns praktisch einfach ein Voice-Over. Das habt ihr dann automatisch in den Medien hier drin. Wo ist es? Da. Und das könnte ich dann jetzt einfach hier drunter legen. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Das ist natürlich jetzt nicht super perfekt, aber man könnte jetzt das Ganze noch so ein bisschen anpassen und optimieren und dann klingt das nochmal besser. Stimmwandlung zum Beispiel könnte jetzt einfach das Ganze so ein bisschen filtern, dass es einfach ein bisschen anders sich anhört, ne? Zum Beispiel hier so dieses Surrounding. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Megafon. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Und dann wollen wir natürlich hier so ein bisschen Action haben. Jetzt kann ich hier, indem ich Alt drücke, kann ich auch hier so Keyframes setzen nochmal. Und dann das Ganze hier wieder einfaden lassen, dass man hier so einen flüssigen, schönen Übergang hat. Jetzt sind wir hier in die Trails reingestartet, jetzt machen wir hier wieder einen Cut. Und was auch noch ein mega cooles Tool ist, nehmen wir mal einen Song hier gerade. So. Was haben wir das für einen Song? Ja, der war vielleicht nicht ganz so schön passend. Upbeat. So, und den wollen wir jetzt hier einfaden lassen. Und dann gibt es ein sehr, sehr cooles Tool. Weil man will ja gerne immer auf Musik schneiden, das heißt auf die Beats. Jetzt ist aber nicht jeder einfach so total musikaffin und kann jetzt einfach das raushören, wann da die Beats sind. So, ich bin Tänzer, für mich ist das einfach. Aber man kann hier einfach diese Beat-Erkennung nutzen. Rechtsklick, intelligentes Bearbeitungstool. Und man kann jetzt einfach sagen Beat-Erkennung. Und dann macht er dir hier die Schläge hin, wo du die Cuts setzen könntest. Und darauf könntet ihr jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt da einfach das Ganze, möchte das daraufhin schneiden. So. Außerdem gibt es natürlich noch schöne, schöne Texteffekte. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen möchte, okay, wir sind jetzt hier in Sölden unterwegs, sage ich ja hier. Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Und jetzt möchte ich hier vielleicht noch einen Titel drin haben. Wie zum Beispiel den. Der ist schick, sieht cinematisch aus. Herzlich willkommen
kann ich hier einfach reinklicken und sage hier Sölden, Trails in Sölden. Pack das hier wieder in die Mitte, 2024, Center das hier auch wieder. Und natürlich kann ich jetzt hier die Schriftarten anpassen, so wie ich das gerne hätte. So, jetzt mache ich hier nochmal einen Cut hin. Zack. Kann das auch einfach mit der Maus ziehen. Und sagen wir mal, ich möchte jetzt hier Berge haben. Austria. Vielleicht schafft er das ja sogar. Dann kann ich jetzt sagen, okay, ich bin jetzt hier, fahre jetzt gerade hier die Trails, den Berg da hoch, runter. Und mir fehlt aber jetzt irgendwie eine Drohnenaufnahme. Kann ich hier in das Stock-Footage gehen? Und kann auch einfach das Stock-Footage benutzen. Ja, ein bisschen zurechtschneiden, dass die Drohne auch losfliegt. So, und dann habt ihr einfach schon so eine Art Travel-Video. Aber am schönsten tatsächlich finde ich einfach, wie einfach es ist, so ein Intro zu erstellen, weil es einfach überhaupt gar kein Stress ist, dieses Intro zu erstellen. Jetzt wollen wir den Clip natürlich noch hier ein bisschen anpassen, kürzen. Dann brauchen wir einen Übergang. Ja, wir brauchen einmal ausblenden, verblassen. Hier, das soll dann so ausgeblendet werden langsam. Ja. Und hier könnt ihr jetzt auch noch die Überlappung vom Übergangsmodus einstellen. Ne? Genau in der Mitte, soll es da links sein bei dem anderen Clip oder bei dem danach. Und so könnt ihr easy einfach ein kleines Mountainbike-Edit erstellen. Die Software kann tatsächlich noch viel, 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 viel mehr. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, das reicht mir schon vollkommen aus, dann seid ihr schon da und dann könnt ihr schon glücklich damit sein. Aber ihr könnt auch wirklich krass viele Sachen erstellen. Und das haben wir jetzt in Echtzeit einmal hier zusammen erstellt. Und ihr seht, wie schnell das geht. Wenn man natürlich jetzt ein Video wirklich erstellt, ne, für ein YouTube-Video oder sowas, dann nimmt man sich natürlich viel, 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 viel mehr Zeit und kann halt das Ganze ja nochmal perfektionieren. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben zu dem ganzen Thema. Und wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann machen wir noch ein nächstes. Denn es gibt noch so einige andere Features, die auf jeden Fall interessant sind. Besonders für Shortform-Content auf YouTube oder auch auf Instagram, für Reels, für Stories und so weiter. Es gibt da super viele KI-Features, die ich persönlich super praktisch finde, wo man sonst irgendwie Abos abschließen müsste für Credits und so weiter. Und Filmora ist wirklich eine günstige Alternative für Videos. Lohnt sich definitiv mal vorbeizuschauen. Packt euch den Link in die Videobeschreibung. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann freue ich mich sehr. Checkt das gerne ab. Und wir sehen uns in den nächsten Videos. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.